So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22. Jawoll! Und ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Mittag, einen guten Nachmittag, einen guten Abend. Man weiß immer nicht, wann das Video geguckt wird. Gut, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir Silageballen gemacht. Und in der Zwischenzeit hat der Helfer geschrieben, er sei hier fertig. Und das schauen wir uns mal an. Er ist wirklich fertig. Also bis auf ein paar Fetzen, er ist wirklich fertig. Okay. Er hat nicht gelogen. Ja, kriegt man die 3% noch voll? Er hat nicht gelogen. Okay. Na gut, dann machen wir mal die 3% noch. Der Rest, was noch da steht, wenig. Die Fetzen. Und dann würde ich sagen, machen wir dann, holen wir uns einen Wender und machen Heu. Genau. Ja, so viel Fetzen hat auch nicht stehen lassen, du. Nö. Da unten sind zwar noch... Mal da lang gucken. Ja, da war Fetzen. Ja, den größeren Fetzen da oben, den nehmen wir noch mit. Und dann ist es eigentlich ganz schick. Ja, da hat ja ganz gut gearbeitet. Den Rest, das wird natürlich dann mit der Dünger, ist klar. Natürlicher Dünger. Warte mal, das nehme ich noch mit hier. So, will ich. So, und dann glaube ich, gehe ich mal davon schwer davon aus, dass wir eigentlich für einen Mähdrescher jetzt gar keine Arbeit mehr haben. Es sei denn, wir suchen uns einen Auftrag. Könnte mir machen. Wir lassen den mal abladen. Könnte mir machen eigentlich. Könnte man ja, ja. Ich würde sagen, ja, das machen wir mal, ne? Ja, da müsste man in der Reparatur, ne? Naja, gut, ist noch nicht halb kaputt. Ist noch nicht halb kaputt? Sagt man das so? Naja, man weiß es nicht. So, gucken wir mal. Vielleicht finden wir Auftrag. Was haben wir denn hier? Düngen. Nee, düngen will ich nicht. Wir haben noch selber noch nicht. Ja doch, wir haben eine kleine Düngemaschine, aber ja. Sollen wir hier ernten? Weizen. Auf Feld 6. Ich würde sagen, das nehmen wir an. Und Maschinen brauchen wir nicht ausleihen. Das haben wir alles da. Alles klar, nehmen wir. Vertrag akzeptieren. Da jetzt, ach nee, jetzt haben wir das, ne? So, suchen wir mal Feld 6. Wo blinkt's? Feld 6. Ach, da oben. Ja, da fahren wir da hoch. Da machen wir den Auftrag. Maschinen haben wir alles da. Alles gut. Ja. Soll ich das als Samtmäher hier das nehmen hier? Ja, mache ich. Mache ich. Als Samtmäher. Erster Auftrag auf Feld 6. Genau. So, fertig. Jetzt müssen wir bloß mal. Warte mal, wo war das? Hier hatte ich euch irgendwo hingestellt. Ja, da steht er.
Oder auch nicht. Wo hatte ich denn das Ding hingestellt? War das nicht hier? Ach, da steht's. Oh, muss der genauso grün sein wie die wie der Mais? Nicht Mais, Sonnenblumen. Ach, das ist wieder. Das ist wieder. Ja. Das ist wieder seitenverkehrt. Lenke ich jetzt richtig? Ja. Okay. Oh Gott. So. Ach Gott. Der ist doppelt dreckig und kaputt teilweise. Aber wie gesagt, er ist nicht halb kaputt. Halb kaputt. Ich weiß offen ehrlich nicht, ob man das so sagt. Am Ende sagt man, der ist noch nicht ganz kaputt. Na gut. Dann ist er nicht ganz kaputt. So, wo müssen wir denn? Ja, Karte wollte ich gerne. Wo stehe ich denn? Oh. Ist doch Deko? Wo packe ich denn? Ach, hier bin ich. Oh Gott. So, wie fahren wir denn da hoch am besten? Und zwar. Ich klicke mal woanders hin. Am besten jetzt geradeaus fahren, auf die Straße links und dann einfach nur der fetten Straße folgen. Das ist eine gute Aussage. Wir folgen der fetten Straße. Ja, würde ich sagen. Wir folgen der fetten Straße. Aber bitte das Verkehrsschild nicht umfahren. Mache ich. So, wir folgen der fetten Straße jetzt. Und doch. Och Gott, ich wollte nur bremsen und nicht. Ob unsere Kuh noch da drin steht in den Silo? Im letzten Video stand da eine Kuh drin. Wir hätten die auch mal vorher waschen sollen. Wie sieht das aus? Ein dreckigen Mähdrescher. Auftrag machen. Naja, man guckt nicht hin. Ich würde sagen, wir gucken nicht hin. Sollte ich eigentlich hier drinnen fahren? Weil mal die Landschaft ein bisschen angucken. Ja gut, hast nur Bäume. Ja gut, da kommen ein paar Häuser. Und ein Postauto. Jetzt bin ich bloß mal kurz auf die Karte gucken. Nein, eigentlich nur gerade durch, ja genau. Nach dem Auto.
Da sind wir schon da. So, dann stellen wir es hier auf der Grasfläche. Gras, oh Gott. Noch mehr Gras, noch mehr Gras. Da machen wir unseren ersten Auftrag. Das freut mich sehr. Ist nicht viel Kohle, aber warum sollen wir unsere Mähdrescher rumstehen lassen? Danach werden wir den wahrscheinlich mal reparieren. Und das wird genau die Auftragskosten kosten. Aber ist so gut. So können wir unsere Mähdrescher reparieren lassen. Und was mich eigentlich wundert, was ich eigentlich immer bei jedem Karten mache, wir haben ja jetzt schon ein paar Videos hinter uns. Ich habe noch keinen neuen Trecker gekauft. Normalerweise kaufe ich dann immer gleich am Anfang 1000 Trecker. 1000 Mähdrescher, übertrieben, ihr wisst schon, was ich meine. Aber diesmal habe ich das noch nicht gemacht, ne? Erstaunlich. Bis jetzt habe ich fast nur die Maschinen genutzt, die mir von der Gatte geschenkt bekommen haben. Also zum Starten, also Starter, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Bis auf eben hier den Schwader, den haben wir uns geholt. Sonst haben wir noch gar nicht geholt, ne? Cool. Ja, man muss ja auch mal mit den Maschinen klarkommen, die man von der Karte gestellt bekommt, ne? Wenn man sich einen Hof holt. Aber diesmal muss ich sagen, okay. Muss ich mal sagen. Das sollten wir. Haben wir den Anhänger schon leer gemacht? Ne, mit dem Weizen noch nicht, ne? Müssen wir den nämlich mal leer machen, dass wir. Weil jetzt sind wir schon bei 47%. Und das nur bei der Vorwende. Das Feld ist ziemlich groß. Da könnte man eigentlich schon mal überlegen, naja, könnte man dann eventuell noch einen größeren Hänger rufen? Ich würde sagen, eher weniger. Wir nutzen so lange, wie es jetzt nicht unbedingt irgendwie schwerwiegend eine Sämaschine. Ja, ich überlege, dass man nicht die Original-Sämaschine nehmen, sondern uns doch eine größere holen. Und gleich mit Direktsaat und sowas, ne? Dass wir nicht extra noch Kruppen brauchen. Ja, das. Ja. Würde ich vorziehen.
weil da sparst du dir wieder extra Arbeitsgang oder Arbeitsweg oder Arbeitsschritt, wie man es nimmt. Ne? Ja, würde ich mal sagen, dass wir uns dann eine Direktsaatmaschine holen. Und wieso habe ich denn eigentlich schon wieder den Schneidwerkanhänger genau ins Grüne gestellt? Kann man den nicht da wo so ein bisschen Asphalt ist? Oder wo die Straße halt ist? Hätte ich ihn nicht da hinstellen können? Nee, macht er nicht. Mach ich nicht. Aber ich meine, gut, das Gras wird nicht größer. Also von daher alles gut. So, lieber Helfer, dann mal let's go. Letzten 23% kannst du auch alleine schaffen, oder? So, okay. Gut, dann muss ich mal gucken, schnell, welcher ist das? Jetzt weiß ich nicht, welcher Trecker das ist. Ah, das ist der. Oder mal, ich muss mal den einstecken. Nee, das ist der genau nicht. Genau den wollte ich jetzt nicht. Den ja. So, dann schaffen wir den Weizen nach Hause und dann fahren wir dann auch da hoch. Ich könnte eigentlich hier durchfahren, ne? Uiui, er kämpft. Ich war gleich so. So, jetzt darf ich bloß die Einfahrt nicht verpassen. Nee, das war hier noch nicht. Nee, das war hier noch gar nicht. Ah doch, das war hier. Das war hier rein, ne? Ja. So, jetzt will ich das nicht wie, wo wir es das letzte Mal abgegeben haben. Da war das ja mit den optischen nicht so wirklich. Ja, ich fahre mal noch ein Stückchen weiter. Ja, so wäre das optisch okay. So wäre das optisch okay. Gut. Ja, nicht ganz. Ich müsste da jetzt noch ranfahren und dass da der Rüssel, der Saugrüssel, ja. Aber so ist es schon mal besser wie beim letzten Mal. Finde ich. Ja, normalerweise, was habe ich denn eigentlich drin stehen? Gordenschieb habe ich drin. Okay, ja gut, es geht. Alles gut. So. Da würde ich sagen, fahren wir mal hoch.
Oh, mal nicht so schnell fahren, nicht dass die Hühner ja den auf den Reifen springen. Oder unter den Reifen, vielmehr. Sonst wird es ja schlimm. Man hätte jetzt mal gucken können, ob die Mutschkuh da noch drin ist, ne? Im Silo meine ich. Hinter uns war ein Postauto. So, erste Ladung von Loftrach. Nicht so weit. Mittig, am besten mittig. Da deiht sich alles aus. Jo. Ich glaube, das war's schon wieder für heute. Lassen wir abdanken. So, ihr Lieben, ja, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Bedache, für eure Likes. Mega Daumen euch. Viel Spaß bei LS22 und auf meinem Kanal. Tschüss und nochmal tschüss. Nochmal tschüss.